In diesem Video spreche ich über das Thema Grenzen. Denn das Thema Grenzen ist ein sehr, sehr wichtiges in unserem Leben. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und ich möchte die Grenzen auf zwei Arten betrachten. Einmal die Grenze, die ich habe für mich, wenn ich sage, Stopp, das ist nicht meins. Und diese Grenze drückt aus die Liebe, die ich für mich habe, den Respekt, den ich für mich habe. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Grenze. Und zum anderen möchte ich über die Grenze sprechen, die wir dann erreichen, wenn wir unseren Herzensweg gehen. Wenn wir in unsere Größe hineinwachsen wollen. Dann tritt eine Grenze auf, dann kommt eine Angst, die wir wie eine Grenze empfinden. Und diese Grenze ist ebenfalls wichtig und wertvoll, sie zu erkennen. Jedoch anders als bei der anderen Grenze, wo es darum geht, diese Grenze einzuhalten, dafür zu sorgen, dass niemand über deine Grenzen schreitet, bedeutet die andere Grenze, dass es jetzt an der Zeit ist, über diese Grenze hinauszugehen und dich zu trauen. Ich kenne beide Arten sehr gut und möchte eben ein bisschen darüber sprechen, weil ich erlebe auch in meinem persönlichen Umfeld bei Freunden, dass das bei vielen Thema ist. Viele haben die Schwierigkeiten, zum Beispiel sich Freunden oder der Familie gegenüber oder auch Fremden gegenüber zum Teil abzugrenzen. Da kommt ein lieber Mensch in dein Leben, kommt nach Hause und besucht dich und hat einfach Lust, mit dir Zeit zu verbringen und du selber spürst, oh, es geht jetzt gerade nicht, ich kann nicht, ich habe nicht die Energie, die Zeit mit dir zu teilen. Und es gibt vielleicht auch zigtausend Gründe, warum. Und letztlich geht es dann darum, wirklich nur zu spüren, meine Wahrheit ist, nein, meine Wahrheit ist eine Grenze. Ich habe da einen Stopp. Und dann eben nicht aus Liebe und Freundschaft zu der anderen Person ein Ja zu leben, obwohl du ein Nein in dir spürst. Und ich habe immer wieder mitbekommen, dass Freunde von mir diese Grenze nicht mehr einhalten können, sobald es darum geht, einem anderen Menschen zu helfen. Als ob sie die Einzigen wären, die für diesen Menschen die Verantwortung haben und nur sie diesen Menschen helfen könnten. Oder als ob sie die Gefahr hätten, dass sie dann die Liebe verlieren und die Aufmerksamkeit von diesem Menschen. Und dass sie nur dann wichtig und wertvoll sind, wenn sie immer für andere zur Verfügung stehen. Das Problem hierbei ist nicht nur, dass dabei unsere eigenen Grenzen überschritten werden und wir dadurch Energie verlieren, auch unsere Achtung vor uns selbst. Wir werden dadurch wirklich kleiner. Sondern wir verhindern auch Wachstum für den anderen. Denn wenn wir ein authentisches Nein spüren, also ein von Herzen kommendes Nein, dann ist das auch für den anderen genau die richtige Antwort an dieser Stelle. Und darauf können wir vertrauen. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und vielleicht hast du andere gemacht. Das ist meine Erfahrung. Und darum vertraue ich darauf. Sehr häufig bekomme ich ein Nein schon weit im Voraus. Jemand möchte sich mit mir an einem bestimmten Tag in einer Woche verabreden und ich spüre schon ein Nein und ich weiß noch nicht warum. Und mir fiel es lange auch nicht leicht, dieses Nein auszudrücken und zu leben. Aber immer leichter fällt es mir, weil wenn ich das nicht tue, empfinde ich das inzwischen schon so unangenehm. Es entsteht in mir ein Gefühl von, ich werde krank. Also es zieht sich ganz stark zusammen. Und ich verliere sehr viel Energie. Und darum kann ich das nicht mehr. Und darum will ich das nicht mehr. Ich mache es nicht mehr. Und ich möchte dich ermutigen, einfach auch dein authentisches Nein zu leben, im Sinne von, das ist dein authentisches Ja. Das Ja, was du für dich selber hast. Ja, für deinen Weg, für deine Wahrheit. Und das ist so wichtig. Das ist so, so wichtig, jetzt wirklich authentisch zu sein auch. Und nicht jemand anders zuliebe etwas zu tun, was dem anderen gar nicht wirklich dient. Ja, ich bin eben unterbrochen worden, denn ich habe lange gewartet, bis ich mein Wasser auffüllen konnte und dann war ich an der Reihe und das wollte ich unbedingt machen, sonst hätte ich noch ewig länger warten müssen. Und ich möchte unbedingt noch über die Grenze sprechen, die wir erleben, wenn wir auf unserem Herzensweg sind, wenn es darum geht, unsere Komfortzone zu verlassen und uns zu erweitern. Und wie wichtig es ist, wirklich auf sein Inneres zu hören, und trotz dieser Barriere, die wir deutlich spüren, Schritte zu gehen. Sozusagen Hand in Hand mit unserer Angst zu gehen. So wie ich vor über 3 Jahren Deutschland verlassen hatte,
da hatte ich eine riesengroße Angst, ja. Ich war absoluter Fahranfänger. Es war schon so viele Jahre her, dass ich gefahren bin und auch nur ein paar Mal. Ich hatte nie ein Auto besessen. Bloß mit einem Wohnwagen zu fahren, das war eine riesengigantische Herausforderung. Allein mit meiner Tochter, beziehungsweise die ersten Wochen hatte ich Unterstützung von einem Freund. Und da bin ich gewachsen. Ich bin in mich hineingewachsen. Das hat mir geholfen zu erkennen, mehr wer ich bin, indem ich diese Angst überwunden habe und wirklich meinem Herzen gefolgt bin, diesem Ruf von meiner Seele. Ohne zu wissen, wohin. Ohne zu wissen, wirklich warum. Es war einfach dieser Ruf spürbar, geh in den Süden, Wege kommen, und so war es auch gewesen. Ich habe von allen Seiten und Ecken Unterstützung erfahren und die Angst ist immer weniger geworden. Und ich denke, in unserem Leben begegnen uns immer wieder Barrieren. Wir sind Wesen, die unterwegs sind. Wir sind Wesen, die wachsen. Und das hört niemals auf. Selbst wenn du dein Ziel erreicht hast, ja, auch hier in Spanien, ich bin angekommen. Es gab immer wieder ein neues Ankommen in einer neuen Situation. Und wir erweitern uns. Zum Beispiel, jetzt lebe ich in einem wunderschönen Garten mit meinem Wohnwagen. Und doch spüre ich, es geht wieder weiter. Ich will noch mehr Natur. Ich will noch mehr in die Stille in meinem Zuhause sein. Und all das passiert die ganze Zeit. Es ist ein einziges Wachsen und da kommen wir immer wieder an neue Grenzen und Barrieren. Etwas Altes loszulassen, was erstmal am Anfang sich unwohl anfühlt, ungewohnt und was Angst macht. Und dann eben wirklich zu lernen, damit umzugehen, indem wir sagen, ja, die Angst darf ja da sein. Sie muss ja nicht verschwinden. Darum geht es ja nicht. Dadurch wird die Angst auch nicht verschwinden, indem ich sage, geh weg. Sie geht dann weg, wenn ich einfach das tue, was ich will, was ich in mir spüre. Durch die Erfahrung, durch das Leben selbst. Indem ich die Angst umarme und weiß, es ist nur eine Energie, es ist kein Monster, es ist Energie. Und auch diese Angst hat ein Wesen und wir können damit kommunizieren und in Kontakt treten. Es ist einfach nur eine Angst eines Wesens, was gerne im Alten bleiben möchte und Angst hat, weiterzuwachsen. Und wenn wir aber in uns selbst tief verankert sind, können wir dieses Wesen an die Hand nehmen und wir sehen, es schmilzt wie Eis in der Sonne. Wenn wir Schritte gehen und wächst auch ein Stück mit uns mit. Ja, das wollte ich gerne auch teilen. Ich hoffe, es hat dir das Video gefallen und dir vielleicht ein paar Anstöße gegeben, dich zu trauen auch, sowohl deine eigene Grenze einzuhalten, aus Liebe und Respekt für dich selbst, für dein Wesen, was du bist, als auch über deine eigenen persönlichen Grenzen zu gehen, die einfach nur als Barrieren in deinem Geist existieren und nicht wirklich vorhanden sind. Weil egal, ob du keine Zeit hast, kein Geld, keine Beziehung, du keine Möglichkeiten siehst, wenn du wirklich von Herzen einen Wunsch verspürst, eine Herzensvision auftaucht, dann gibt es Mittel und Wege und tun sich Türen und Tore auf, wenn du die Entscheidung für dich getroffen hast. Es geht nicht darum, wie. Das Wie müssen wir nicht wissen, es geht nur darum, was. Das Was in uns, was in uns ist, was von der Seele kommt, das zuzulassen. Darum geht es in Wirklichkeit. Wir müssen uns nicht irgendwelche Dinge ausdenken, die kommen von alleine. Das kommt von der Seele in uns hoch. Okay, jetzt gebe ich dir eine ganz liebe Herzumarmung aus Tarifa. Freue mich, dich wieder zu sehen. Bis bald.